oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge mit einer Android-App. Ich glaube, die gibt es auch, oder bin mir ziemlich sicher, die gibt es auch für iOS. Und ebenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass ich tatsächlich schon ein paar Mal oder mindestens einmal darüber gesprochen habe. Die Rede ist von dem Spiel oder von der App Quizduell. War früher irgendwie geiler. Das Design und alles, und irgendwie sah das tatsächlich schöner aus. Aber gut, anderes Thema. Größe, aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer variieren nach Gerät. Und In-App-Käufe 99 Cent bis 39,99 pro Artikel. Und bei 371.230 Gesamtbewertung, eine durchschnittliche Sternebewertung von 3,8 von 5 Sternen. Bist du ein besserer Quizzer, schließt dich Millionen von Spielern und erklimme die Top-Listen. Ja, also, ihr erstellt euch da einen Account oder meldet euch per Facebook einfach an, was ich damals gemacht habe und was ich jetzt neulich auch mal wieder gemacht habe. Und dann sagt er hier, spielt gegen Facebook-Freunde oder spielt gegen beliebige Spieler. Müsste Fragen beantworten, und wer die meisten Fragen beantwortet hat aus bestimmten Rubriken, der hat halt gewonnen. Ich glaube, früher war das nicht so zugekleistert mit Werbung und so weiter. Inzwischen gibt es auch noch Quizduell Premium für 8,99 €. Ich guck nur mal ganz kurz, was das ist. Enthält auch Werbung? Irgendwie, und dann gibt es noch das neue Quizduell. Was ist das? Es enthält auch Werbung. Neue Rubriken, neu. Nun ja. Wie gesagt, ich habe einfach die Standard-Quizduell-App nochmal installiert, und wenn die Werbung nicht stört, die kann nerven. Vor allen Dingen, weil das so diese unglaublich nervigen Werbevideos sind, die dann mindestens 5 Sekunden oder manchmal 15 Sekunden oder auch manchmal noch länger laufen. Aber trotzdem macht das irgendwie halt noch Spaß. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, Quizduell halt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.